Um 1900 waren die Niederlande eine der führenden Kolonialmächte der Welt. Eine ihrer Kolonien war die indonesische Insel Celebes, das heutige Sulawesi. Die schwer zugänglichen Gebiete im Landesinneren blieben indes noch längere Zeit von der Kolonialisierung verschont. Zwischen 1905 und 1908 eroberten die niederländischen Kolonialtruppen das Hochland der Insel und verübten dabei zahlreiche Gräueltaten. Einen Beitrag zu diesem Feldzug leisteten auch zwei berühmte Basler Persönlichkeiten, die beiden Naturforscher Paul und Fritz Sarrazin. Ihre detaillierten geografischen und ethnografischen Beschreibungen von zwei Reisen zwischen 1893 und 1903 erleichterten es den Niederländern, dieses Gebiet zu kolonialisieren. Paul mit Jahrgang 1856 und Fritz mit Jahrgang 1859 wurden in eine Basler Oberschichtsfamilie geboren und hatten einen gemeinsamen Urgroßvater. Kennengelernt haben sie sich während des Studiums in Basel und Würzburg. Die beiden verband ein großes Interesse an den Naturwissenschaften. Der Promotion in Zoologie folgten mehrere gemeinsame Forschungsreisen nach Sri Lanka und Indonesien. Ihr Forschungsinteresse verlagerte sich zunehmend von der Zoologie hin zur Anthropologie und Ethnographie. So sammelten sie neben Zeugnissen der Flora und Fauna auch Skelette und kulturelle Artefakte verschiedener Volksgruppen. Während sich etliche dieser gesammelten Objekte heute im Museum der Kulturen oder im Naturhistorischen Museum Basel befinden, gelangten einige wissenschaftliche Instrumente, die die Sarrazins auf ihren Reisen mitführten, in die Sammlung des Historischen Museums Basel. So etwa dieser Theodolit, ein Instrument zur Winkelmessung. Er wurde zur Kartierung von unbekannten Gebieten benutzt. Erst bei unserem zweiten Celebes-Aufenthalt hatten wir einen richtigen Reisetheodoliten von Hildebrand mit, welcher uns gestattete, die Breite auf eine halbe Minute genau zu nehmen. Ebenfalls im Besitz der Sarrazins war dieser Fotoapparat. Mit ihm dokumentierten sie auf ihren Expeditionen Menschen, Tiere und Landschaften. Bei ihren Forschungsreisen wurden die Sarrazins von den jeweiligen Kolonialbehörden unterstützt. Man vermittelte ihnen etwa Führer und sorgte für ihren Schutz. Im Gegenzug konnten die Kolonialisten von den Forschungsergebnissen der beiden Basler profitieren. Diese erlaubten es ihnen, ihre Kolonien noch besser zu durchdringen. Eine wichtige Rolle im Denken der beiden Naturforscher spielte die Evolutionstheorie und eine daraus abgeleitete Unterscheidung zwischen dem angeblich weiterentwickelten, zivilisierten europäischen Menschen und weniger weit entwickelten Menschenvarietäten. Einige dieser Leute schienen uns von anthropologisch niedrigem Typus zu sein. Vor allem gewisse Naturvölker betrachteten die Sarrazins als Relikte einer vergangenen Kulturstufe. Nackt, monogam, naiv und unschuldig, ohne bestimmte Religionsform, ohne Erkenntnis des Guten und Bösen, also ohne höhere Einsichten. Ihr vermeintlich objektiv-wissenschaftlicher Blick erfolgte durch eine verzerrende Linse. Und so kommen in den Beschreibungen der lokalen Bevölkerung zahlreiche Stereotypen und Klischees zum Ausdruck. Paul und Fritz Sarrazin betrachteten die Menschen in den Kolonialgebieten in erster Linie als Studienobjekte, die es zu erforschen und auszumessen galt. Während unseres mehrmonatlichen zoologischen Arbeiten gewidmeten Aufenthalts in Trincomalee haben wir unsere Sammlung von Tamilen anzulegen begonnen. Mit dieser Haltung waren sie nicht allein. Sie entsprach ganz den wissenschaftlichen Standards im damaligen Europa. Dieser verzerrte Blick auf fremde Kulturen war oft abwertend. Er konnte sich jedoch auch in Bewunderung äußern. Eine Bewunderung für die Lebenswelt der Naturvölker als vermeintlich unberührte, ursprüngliche und heile Welt. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die Sarrazins das Verschwinden dieser idealisierten Welt bedauerten, obwohl sie durch ihre Verstrickung in den Kolonialismus selbst daran beteiligt waren. Die europäische Zivilisation hat unter militärischem Druck die ganze Insel erobert
und neben vielem Schlechten auch manches Gutes und Erfreuliches zum Verschwinden gebracht. Die Romantik der wilden ursprünglichen Kultur ist für immer dahin.